Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seht mich, denn ich kann nur dieses Fensterlicht benutzen oder das Draußenlicht, normale Licht, Tageslicht. Ich kann meine Lampe nämlich nicht anmachen, weil mein Handy ist ja kaputt und dann spinnt es rum. Aber ich hoffe, ihr seht mich, denn es ist echt dunkel draußen. Also ja, ich mag diese Jahreszeit nicht. Also auf der einen Seite schon, weil es schön gemütlich, aber auf der anderen Seite habe ich lieber das warme, sonnige Wetter und nicht dieses kalte Regen, was auch immer Wetter. Naja, ich war einkaufen. Ich muss mal gucken, dass ich hier so ein bisschen Platz mache. Ja, ich war einkaufen bei Lidl. Ich wollte eigentlich nur Paprika, Hackfleisch, Kartoffeln, trinken, kaufen und Brot. Genau. Aber natürlich durfte wieder mehr mit. Es war auf jeden Fall ganz, ganz viel reduziert. Es gibt ja nur noch 30%, was ja auch schon viel ist. Aber vorher gab es ja 50% und man merkt es einfach. Es liegt wirklich an jeder Ecke irgendwas Reduziertes, was man vorher, wo es 50% gab, definitiv nicht bekommen hätte, weil irgendjemand morgens um 7 gleich dasteht und alles einkauft. Jetzt kriegt man das auch noch, wenn man um 8 einkaufen fährt. Richtig toll. So, auf jeden Fall habe ich ganz viel reduziert. Das glaube ich, war das viel? Ich glaube so ein bisschen. Aber schon so, was man einfrieren kann, weil ich möchte dieses Jahr irgendwie nochmal grillen. Ich habe so Lust auf Grillen nochmal. Ich weiß nicht warum, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan. Also ich grille gerne, aber nicht bei mir zu Hause. Irgendwie mag ich das nicht. Ich keine Ahnung. Ich fahre gerne woanders hin. Wenn die grillen, finde ich richtig toll. Aber bei mir zu Hause, weiß ich nicht. Irgendwie mag ich das nicht. Keine Ahnung warum. Ich bin da komisch. So, ich habe ein Baguette, ein Bauernbaguette mitgenommen. Entschuldigung, mein Auge juckt. Ich mache nämlich gefüllten Paprika für heute, für morgen und eventuell auch noch für Freitag. Kommt drauf an, was übrig bleibt. Auf jeden Fall definitiv für 2 Tage. Genau, damit ich morgen einfach nicht kochen kann, weil morgen kochen muss. Morgen habe ich nämlich ganz viele Termine. Und ich habe auch keine Lust, irgendwie jeden Tag zu kochen. Momentan ist das so, nee, muss nicht sein. Deswegen mache ich für 2, 3 Tage gleich essen. So, einmal gibt es ja wieder die spanische Woche und da durften diese Chips hier mit, Jalapeño und Chili. Dann einmal diese Kekse für 1,59 €. XXL, da sind ja diese 3 Dinger da drin. Dann habe ich ein paar Brötchen mitgenommen für jetzt zum Frühstücken. 2 normale und 1 Laugen. Ich werde nur eins schaffen, aber keine Ahnung. Mein Sohn kommt nachher ja auch noch. Der hat vielleicht dann auch noch Hunger. Oder der ist bei der Oma. Bei uns sind nämlich Herbstferien und er ist gerade bei seiner Oma oder Uroma und kommt aber nachher wieder rüber. Wohnen ja gegenüber von uns. So, ich habe einmal diese Snackgurken mitgenommen. Ja, die kosten 1,69 €. Die sind natürlich teurer, als wenn ich eine große Gurke nehme. Aber ich finde, die halten viel länger, als wenn ich eine große Gurke nehme. Also wenn ich die Gurke jetzt anschneiden würde, dann würde die in 2 Tagen nicht mehr appetitlich sein. Und die packt man auch in den Kühlschrank und dann, die sind nach einer Woche noch gut. Deswegen habe ich jetzt die kleinen mitgenommen. Die sind zwar fast 1 € teurer, aber egal. So, dann einmal Fleischsalat. Und dann war Tomatensoße reduziert. Ich habe 2 Stück davon gekauft. Diese hier, das sind 700 Gramm. Genau, die war auf 90 Cent. 97 Cent reduziert. Ja, die ist aber noch bis 25 haltbar. Genau, bis 25 haltbar. Also. Die kommt in den Vorrat und dann ist alles gut. Ein Orangensaft durfte mit. Ein frisch gepresster Orangensaft ist das, glaube ich. Ich glaube ja. Ja, Fruchtgehalt. 100%. So, der durfte mit. Dann Paprika. Oh mein Gott.
Die kommen diesmal aus Polen. Und weiß ich nicht, ob das an Polen liegt oder ob das an Lidl liegt. Die Paprika, ich weiß nicht, seht ihr das? Hier, ihr seht, die sind total weich und schrumpelig. Aber ich brauche die für einen gefüllten Paprika. 3 Stück reichen, glaube ich. Eine gelbe habe ich noch da, die mache ich dann auch mit dazu. Und die andere mache ich einfach nur Hackbällchen. Weil die Paprika sah echt, naja, das waren noch die schönsten, die da rumlagen. Und die sind so klein. Die sind wirklich winzig. Hier, guck mal, die sind so klein. Naja. Egal. Für den Geschmack. So, einmal Gouda. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, weil der lag irgendwo bei anderem Käse und ich habe diesen Gouda gar nicht gefunden. Aber ich mag den lieber, weil der hat keine Rinde rund. Also diese komische dicke Rinde da. Und den kann ich einfach schneiden und dann in die Brotzeitbox reinmachen. Genau. Dann eine Cola-Dufte mit. Ich habe schon seit 2 oder 3 Wochen keine Cola mehr getrunken. Richtig gut, ne? So, dann durfte, ich mag diese Gewürze hier total gerne. Und zwar durfte einmal Souvlaki mit. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Gibt es ja Griechen unter uns. Und einmal für Tzatziki. Ich weiß gar nicht, ob man für Tzatziki braucht. Eigentlich nicht, aber es hat mich angelacht. Es gab nur die 2 Sorten. Die haben 49 Cent nur noch gekostet. Waren reduziert, genau. Ich habe gedacht, ich nehme die mit. Und ich mag diese Gewürze, so Spezialgewürze. Weiß nicht warum. Ich mag auch total gerne dieses Spaghetti Bolognese Gewürz. Mag ich auch richtig gerne. Ja, aber es ist wahrscheinlich genauso viel Mist drin. Wir können ja mal kurz gucken. Oder auch nicht. Da ist kein Mist drin. Da sind wirklich nur Gewürze drin und Reismehl. Reismehl. Ja, aber sonst ist da nichts mit Hefe oder so ein Zeug. Genau. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Also kann ich euch nur empfehlen. Ihr müsst da aber sehr, sehr viel Gewürz reinmachen, weil sonst schmeckt das noch gar nicht. So, dann war noch reduziert diese Zitronen-Melissen-Bonbons. Seht ihr das? Blendet so, ne? Ich hoffe, ich schaffe es bald, mir ein neues Handy zu kaufen. Ich habe auch eine Kamera, aber ich kann mit der Kamera irgendwie nicht filmen, denn, weiß ich nicht, für mich ist das irgendwie komplizierter als mit dem Handy. Ich mache nämlich alles übers Handy und ja. Dann war Pull Mall. Ich kenne das von, ich weiß gar nicht, wer hatte das denn immer? Meine Oma? Ich weiß gar nicht mehr, wer das hatte. Immer diese Bonbons und das ist jetzt Zitrone. Die waren auch reduziert auf 80 Cent. Habe ich jetzt auch mal eine Packung mitgenommen. Ja. Da gab es noch ganz viel. Auch diese Küsschen mit Stracciatella oder so. Waren auch reduziert. Also da gab es ganz viel reduziert. Aber ich kaufe jetzt nicht alles, nur was reduziert ist. Ne? Also was viele ja auch denken, wenn man diese App hat, dass man denn nur das kauft, was reduziert ist oder wo man Prozente bekommt, obwohl man es gar nicht braucht. Also ich mache es nicht. Wenn ich was davon brauche, dann aktiviere ich das. Und wenn ich das nicht brauche, dann kaufe ich das auch nicht. Also ich kaufe wirklich nur das, was ich brauche. So, ich habe diese Birnen mal mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sevilla oder so? Ich komme aus Portugal. Nee, Rocha. Rocha. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Genau, so kleine Mini-Birnen, weil diese großen Birnen, die schmecken überhaupt nicht. Es gab bei Lidl mal Birnen, auch in diesen, Entschuldigung, in dieser Verpackung, da waren irgendwie 5 Stück oder so drin, ich weiß es gar nicht mehr. Die haben so lecker geschmeckt, richtig nach Birne. Aber diese Birnen jetzt da, wo die Bananen drauf sind, da, die schmecken nach gar nichts und die schmecken total mehlig und die schmecken einfach nicht. Und vielleicht schmecken die kleinen Birnen ja besser. Ich liebe Birnen, deswegen war ich traurig, wo es diese Sorte nicht mehr gab bei Lidl. So, ich habe mir auch nicht gemerkt, wie sie heißt. Aber das kann ich in meinem Foodholz nochmal nachgucken.
So, dann einmal dieser Schokodrink. Den habe ich wirklich gekauft, weil der reduziert war, aber ich auch Lust darauf habe. So. Gut, dann hohes C-Dufte mit Orange. Das ist gerade für 1,19 € bei Lidl. So, und dann kommt was für den Gefrierschrank. Und zwar zum Grillen. Und die waren 30% reduziert. Diese Berner Würstchen. Wir mögen die alle hier. Und es gab noch zwei Pakete und diesmal habe ich wirklich auch zwei Pakete mitgenommen. Also alle, die da waren. Vielleicht wird es zu meinem Geburtstag ja schön, dass wir grillen können. Und ja, dann durfte nochmal diese Würstchen hier, Grillbratwurst einfach, durfte auch mit für 3,49 € waren reduziert. Da gab es noch mehr von, aber ich habe nur eine Packung mitgenommen. So, dann durfte einmal Salatdressing mit für 99 Cent, glaube ich, oder 90 Cent. Einmal mein Kaschkawal, aber der ist von der osteuropäischen Woche. Den hatte ich, glaube ich, noch nie, aber der wird ja, glaube ich, nicht anders schmecken als andere Kaschkawale. Auf jeden Fall für 2,99 €. Genau. Dann einmal Kräuterquark durfte mit. Für Pellkartoffeln esse ich momentan richtig gerne. Einmal hohes C, der war auch im Angebot für 1,59 €. Durfte der auch mit. Hier ist die zweite Tomatensoße. Kommt in den Vorrat. Da durften Kartoffeln mit. Genau, wir essen gefüllten Paprika 2, 3 Tage. Mir macht das nichts. Also ich kann das auch die ganze Woche essen. Dann gibt es noch einmal Fischstäbchen, Kartoffeln und Gemüse. Ja, eigentlich würde ich Spinat machen dazu, ne? Ich weiß nicht, ob wir noch Spinat haben. Wenn nicht, dann gibt es Gemüse dazu. Genau, und wenn denn noch ein Tag übrig bleibt, ja, bleibt noch, dann mache ich Bratkartoffeln oder so. Also irgendwas Schnelles oder Pellkartoffeln mit Quark oder irgendwie sowas. Genau. So, dann habe ich zwei Pakete Hackfleisch mitgenommen, 800 Gramm, also 1,6 Kilo jetzt. Ich hoffe, das reicht. Wir sind 4 Personen. Deswegen, naja, aber es gibt noch Brot dazu und wir machen ja gefüllten Paprika mit Reis. Genau. Aber ich glaube, das machen alle, oder? Und einmal Äpfeldurft mit, die waren auch im Angebot für 1,69 €. Ganz viele kleine süße Äpfel, perfekt für die Brotzeitbox, für die Kinder. Der Große hat ja Ferien, aber der Kleine geht halt eben in den Kindergarten. Und ich habe noch zweimal Wasser gekauft. Genau, aber Wasser haben wir jetzt gar nicht mehr. Ich habe ausgegeben 64,62 €. Oh, ich habe 9 Cent gespart mit der Lidl. Wow. Ja, aber 9 Cent sind 9 Cent, ne? Wir können ja mal kurz gucken, was der Käse gekostet hat. Oh ne, der Kaschkawal hat 1,39 € gekostet. Boah. Was habe ich hier in der Hand? Und der Käse, der hier kostet 5 €. Krass. Okay, 5 €, aber besser als der mit der Rinde. Ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, auch nicht viel günstiger. Ne? Genau, da sind 700 Gramm drin und ich glaube, in den normalen sind 400. Ist richtig oder korrigiert mich da? Deswegen, ja. Alles supi. Ich freue mich, ich räume das jetzt weg. Meine Küche sieht heute nicht ganz so schlimm aus. Nur das Abgewaschene und ein Teller und ein Messer habe ich da. Deswegen in der Küche brauche ich heute gar nicht so viel machen. Bin ich richtig glücklich drüber. Ich habe mein Wohnzimmer, die eine Wand schon mal gestrichen, wo der Fernseher stand oder steht. Und heute mache ich die letzte Wand und dann ist das Wohnzimmer fertig. Zumindest mit Streichen. Dann muss ich noch das Regal an die andere Wand machen, was ich euch gesagt habe. Und den Schrank dann auch noch eventuell. Aber da muss mir dann jemand helfen. Weil das schaffe ich, glaube ich, nicht alleine. Und dann ist das Wohnzimmer schon mal fast fertig, weil der eine Schrank muss ja noch raus und dann ist fertig. Und dann bin ich schon mal sehr, sehr glücklich. Genau. Und dann geht's, glaube ich, weiter am Keller.
dass wir den leer bekommen. Genau. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn du wissen willst, warum ich zu Hause bin, bleib dran, denn das Video kommt entweder am Wochenende oder definitiv nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Ist kein schlimmer Grund. Also für mich nicht. Und ich freue mich, euch das zu erzählen. So, ciao.